So, hallo. Wir machen weiter. Bei... Thanks. Mir ist der Name kurz nicht eingefallen. Ja, letztes Mal... hatten wir den Bosswash, genau. Und jetzt kommt Acid Jazz Moonwalker. Das klingt nach irgendwie einer Mischung. Jazz, Moonwalk, was Musikale. Wir werden sehen, keine Ahnung. Wir gucken mal, was passiert. Bitte nichts mit LR. Boon is only allowed to moonwalk in this lair. Ah! Okay. Das ist witzig. Okay, ich kann tatsächlich nicht nach rechts laufen. Okay, es ist so ein Level. Alles andere geht aber. Also ich kann die ganze Zeit zurück. Zurück ist supi. Aber nach vorne geht nicht. Yay. Okay. Okay, das ist mal was anderes. Also mal eine andere Variante, das so zu machen. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Die Idee ist aber schon mal ziemlich cool. Okay, aber wie... Okay, aber wie behalte ich jetzt die Geschwindigkeit bei? Ah, immer springen. Dauerspringen. Ja, natürlich. Mit Springen behält man Geschwindigkeit. Genau. Und jetzt kann ich hier wieder zurück. Cool. Gefällt mir. Gefällt mir. So, ganz kurz hier mal stehen bleiben. Wobei, ich glaube, jetzt habe ich schon versaut, weil die Pflanze da ist weg. Ich glaube, die brauche ich. Na, die da jetzt eigentlich hochgefahren wäre. Ich glaube, die brauche ich. Ich glaube, ich darf nicht stehen bleiben. Aber das ist cool. Das ist sehr cool. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es besser ist, kleine Sprünge zu machen oder große. Wir werden es gleich mal testen. Wenn ich mal wieder rüberkomme. Oh, okay. Zwei große Sprünge sind schon zu viel. Oh, ich habe die falsche Taste. Und jetzt gleich weiter, damit ich die nämlich mitnehmen kann. Genau. Und dann... Ah, ich verstehe. Ja, da war ich zu langsam. Zu selten gesprungen. Dann ist es schon besser, große Sprünge zu machen. Ja, ja, perfekt. So ist optimal. So ist optimal. Okay, verstanden. Bisher völlig klar, was ich tun muss. Bin gespannt, was noch so kommt, aber bisher völlig klar, was gemacht werden soll. So, zack. Jetzt hier, zack. Und dann habe ich es versaut. Okay. Aber bisher, wie gesagt, keine Fragen. Nur Umsetzung. Oh, ich bin zu langsam. Sehr gut. Ich bin zu lang. Nee, es passt. Und jetzt? Ah, okay. Oh, das kann man jetzt aber dann nicht ordentlich kontrollieren. Das wird interessant, das richtig zu treffen. Das wird sehr interessant, das richtig zu treffen. Und dann darf ich mich nicht an die Ranke hängen. Ganz wichtig. Weil dann könnte ich ja nur noch nach links wegspringen und das will ich nicht. Nein, die geht kaputt. Also bisher hat diese Space-Welt hier oder was auch immer das sein soll, echt coole Level.
Muss man ja mal einfach so sagen. Jo, wie schieße ich die denn jetzt, wenn ich nicht... Wobei, kann ich vielleicht sie loslassen entsprechend passend? Geht das zumindest noch? Dass ich sie nach rechts loslassen kann? Müsste ja funktionieren. Ah, okay, es passt. Ja. Nein, genau. Da ist der Midway Point. Das ist schon alles. Das ist schon alles. Ja, chillig. Leider komme ich jetzt halt nicht mehr nah darüber. Na? Alles, was ich tun muss, ist, ich muss die Shell richtig loslassen. Und das war's. Das ist alles. Das ist bis zum Midway. Das ist der Midway. Das ist ja easy. Sag ich jetzt wieder und hänge jetzt einfach 3 Jahre noch hier dran. Immer wenn ich sage, das ist ja easy bis zum Midway, dann dauert es trotzdem bis ungefähr 20 Minuten. Aber ich denke, spätestens bei 10, Stelle 10 haben wir es geschafft. Es ist ja wirklich nicht viel. Es ist ja hiernach, es ist ja nur noch der Shell-Sprung. Es ist ja nur noch der Sprung mit der Shell. Und das war's. Das ist ja richtig wenig. Also davor ist eigentlich gar nichts schwierig. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, und das war's auch schon. So viel zu, bis 10 Minuten haben wir das. Okay, gut. So. Ah, ja, okay, ich kann umdrehen, das kann ich. Aber wie kriege ich denn dann wieder Speed drauf? Bin ich jetzt aber gleich mal gespannt. Ach so, ja, na klar, ich springe mit dem Viech zurück. Ich springe mit dem Viech hierher zurück und dann ist es nämlich weg. Ja. Zu langsam. Genau. So, und jetzt... Das war dumm. Aber nicht so schlimm. So. Jetzt können wir das einfach nochmal machen. Und dann halt auch mal durchkommen. Nein? Übrigens auch interessant, dadurch, dass ich nicht nach rechts drücken kann, kann ich auch nicht nach rechts bremsen. Also wenn ich jetzt hier so, ne, ich kann nicht stoppen. Ich hätte jetzt nicht sagen können, hey, ich will nicht so schnell über den Mancher springen, sondern es passiert automatisch, wie man da drüber springt dann. Oh boy, jetzt war es zu hoch. Ja, zu langsam. Ha, ich rutsche mal rein. Und danach kommt dann wieder eine Ranke. Okay. Ah, Mann! Es ist witzig, der erste Sprung funktioniert, wenn es runtergeht. Und dann beim zweiten Mal, wo ich einfach genau das gleiche machen muss, funktioniert es nicht mehr. Okay. Ah, oh, da muss ich dann aber... Uff. Das wird unangenehm. Da muss ich kleine Sprünge dann machen. So wär's vom Tempo her optimal gewesen. Wenn ich das jetzt hinkriege, so vom Tempo zu bleiben... und mich dann nicht daran hänge, dann optimal. Okay. Und daran hänge ich mich automatisch, weil ich ja nach unten drücke vom Rutschen. Ne? Kann ich das eigentlich loslassen? Weil dann wird es ja nicht mehr passieren. Ich glaube, ich kann direkt nach dem Rutschen loslassen. Ja, das ändert am Tempo nichts. Sehr gut. Okay, das ist gut zu wissen. Weil dann passiert auch mit der Ranke nichts. Nice. Spin Jump wäre hier von Sinnen gewesen. Von Sinnen. Sinnvoll. Von Sinnen war eher ich. Okay. Ah, falscher Sprung. Pff,
Ah! You're too slow. Ah Mann, ich lern's nicht. Ja, wieder zu langsam. X. Nein, nicht dumm. Ah. Okay, wir kommen der Sache aber näher. Nein. Yes. Ah, nee. Oh, muss aber sein, also der zweite Abschnitt ist schwierigkeitstechnisch hat er deutlich angezogen. Aber ist auch gut so, weil der erste Abschnitt war halt wirklich einfach. Das war im Prinzip zum Warmwerden, ne? Man merkt schon. Das war zum Warmwerden. Ja, wait. Ach so, ich kann ja in die Richtung stoppen. Hm. Verstanden. Ich kann in die Richtung ja stoppen. So. Nice. Ah, aber ich muss... Oh, muss böse aufpassen. Weil sobald ich ein bisschen nach links drücke, kann ich nicht mehr in die andere Richtung hier wechseln. Also wenn es mich da nach links wegzieht, habe ich im Prinzip schon verloren. Entschuldigung. Hm. Muss ich noch überlegen, wie ich die Stelle mache. Aber ich war noch nicht oft genug bei der Stelle, um die jetzt schon gut analysiert zu haben. Ja, ich glaube, ich muss ungefähr so dann wieder drauf landen. Ungefähr so. Und dann scheint es zu passen. What the hell? Was kam da denn alles auf einmal? Das muss ich erstmal verstehen, was da alles los ist. Auf jeden Fall einen Shell-Jump scheinbar nach oben. Zu langsam. Nein, zu hoch. Ja, zu langsam. Okay. So. Könnte zu langsam sein. Nee, passt. Gerade so. Ja, und dann soll ich da einen Shell-Jump hochmachen. Okay. So weit, so gut. So weit kriegen wir das, denke ich, ganz gut umgesetzt schon mal. Also sind schon erstmal die Fragen wieder beantwortet, die wir hatten. Das ist ja ganz gut, wenn wir nicht lange die Fragen haben. So. Könnte zu langsam sein. Nee, passt. Shit.
Sehr schön. Ah, da muss ich noch den Sprung vernünftig machen. Na? Nicht ganz hingehauen. War ich wieder zu nah an dem Kollegen dran? Ja, sehr schön. Sehr schön. So, jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nicht, was jetzt alles kommt. Also ich darf nur ganz kurz nach unten drücken, dann muss ich schon wieder nach unten loslassen. Das ist wichtig. Ich darf aber auch nicht da oben an dem Manscher landen. Geht es zum Ziel direkt? Nice. Ich hatte so den Eindruck, das geht zum Ziel. Und es war auch so. Da war auch kein Mond mehr, ne? Ich spule noch mal kurz zurück, aber da war kein Mond. Ich habe da keinen Mond gesehen. Lass mich noch mal kurz zurückspulen. Speichern und zurück. Nee, nee. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Sehr schön. So, und das war jetzt auch ein Rückweg. Das heißt, da oben ist nichts mehr. Das war einfach nur, um Exits zu holen. Ist ja auch wichtig. Wir haben jetzt 42 Exits. Ja, aber ich meine, wir können direkt noch ein Level anfangen. Wir sind gerade mal bei 16 Minuten. Oder wir gehen mal die neuen Monde gucken. Wir haben, glaube ich, ein paar Monde zum Nachholen. Ich glaube, wir gehen mal Monde gucken. Ba, 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 dam. Bam bam bam. Ba, bam 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 bam. Di, 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 di. Ich glaube, zwei Monde oder so haben wir. Da. Ah. Na. Ah. Go down at rotation haben wir ja gemacht. Bin ich doof? Na? Jetzt. So. Go in the red door in After Dark City. Be ready. Say what? Dark City hat man noch nicht, ne? Go in the red door in After Dark City, be ready. Hm. Aua. Ich wollte gerade sagen, kann ich jetzt einfach so rüberspringen oder brauche ich den Kollegen dafür? Das müsste doch mit ein bisschen Geschick und Empathie müsste das doch machbar sein. Ah, vielleicht auch nicht. Aber ich meine, klar, dafür soll ich da runter. Das muss doch gehen. Das ist so knapp. Das erzählt ihr mir doch nicht, dass das nicht geht. Wirklich? Das ist wirklich so perfekt gedingst, dass das nicht geht. Na, so nicht. Nein. Na gut, wir machen es mal, wie es gedacht ist. Ja, gut, so nicht. Ja, so in etwa. Ach. Ach.
Ach Mensch! Sag mal. Hä? Bin ich jetzt doof? Jetzt. Ja. Problem, ja. Mann! Ja, nee. Ah. Das dürfte bisher der Mond sein, an dem ich am ehesten, also der Mondraum sein, an dem ich am meisten hänge. So, jetzt aber. Nein, es war zu hoch. Nein, jetzt schießt er wieder da oben. Ja, ich, nee, ich muss ein bisschen noch mehr warten. Ich muss noch ein bisschen länger warten. Es hilft leider nichts. Ja, das hilft auch nichts. Ah. Oh. Jetzt. Na bitte. So. Lief de Bourbonhaus. Ja, da waren wir auch noch nicht. Oder? Was ist das Bourbonhaus? Und wie soll ich hier durchkommen? Oh, ist das dieser Glitch? Will der hier den Glitch von mir? Ach, ich bin im was? Ach so. Ich wollte schon sagen, es ist doch von der Reichweite her, das passt doch nicht, ich komme doch da niemals hin. Soll ich mich da durchglitschen, weil es ja diese Turnblöcke sind? Nee. Ich soll einfach nicht dumm sein. Okay, wir haben keinen weiteren Mond mehr. Gut, wir haben weder Bourbonhaus noch Dark City. Ich werde mir die Sachen nie merken können. Deswegen heißt es ja auch, man soll sie sich aufschreiben. Okay, gucken wir mal noch ins nächste Level rein. Was wäre das nächste Level? Vicious oder Viscous oder wie auch immer. Mal gucken, was da so kommt. Eine Box, bitte kein LR. Boon will stick to any purple ceiling and will stay stuck until you let go of jump or of the... Okay. Ja, okay, das ist dieser Effekt. Okay, das ist dieser Effekt. Komm ich klar. Ah, stopp, hä? Ach so, Moment. Wie komme ich da hoch? Wie die Shell hochkommt, habe ich... Ach so, ich bin ja blöd. Ja, okay. Und dann mache ich da einen Shell-Jump? Okay. Das war... Ich bin... Ja, fast. Ich lasse mich noch so ein bisschen von den Stacheln aus der Ruhe bringen, aber muss ich gar nicht. Die sind ganz chillig. So, dann hier runter. Okay, verstanden. Ja, und dann darunter. Mhm. Mhm. Ah.
Ja, zu bald. Ah. Nein. Okay, was jetzt alles? Ich hätte längst reagieren müssen, ist mir schon klar. Was macht der? Ah, der macht das weg. Ja, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ah, ich glaube, ich verstehe. Ups. Ich glaube, ich verstehe. Ich muss, wenn ich da dran spinjumpe. Ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Genau. So in etwa. Ey, das Level ist auch cool. Was ist mit dieser dritten Welt? Die ist voll cool. Nein. Mist. Ah, ich bin immer zu, ich darf da nicht ganz so schnell durch. Muss da ein bisschen langsamer machen. Ach, das war blöd. Ein bisschen langsamer muss ich da machen. Jo, wie mache ich da denn weiter? Ach so, da kommen neue. Es spielt sich so flüssig. Es ist so ein wirklich gutes Spielgefühl einfach. Das ist ein Level, wo ich das Gefühl habe, ich habe die volle Kontrolle und alles, was schief geht, geht auf meine eigene Kappe. Komplett. Ich habe die volle Kontrolle. Alles, was ich tue, ist das, was ich möchte. Da ist keine Willkür, gar nichts. Das ist optimal. Okay, da muss ich mir noch irgendwas überlegen, wie ich da besser durchkomme. Ich glaube, irgendwas mache ich an der Stelle noch nicht so ganz, wie es gedacht ist. Zu bald. Oh, zu bald. Nein.
Come on. Oh. So. Okay, wie mache ich da weiter? Da bin ich noch nicht so ganz überzeugt von. Und Entschuldigung, falls ich gerade wenig gesagt habe. Ich war gerade gedanklich einfach in der Unterrichtsvorbereitung. Ich weiß nicht ganz, wie ich da gerade gelandet bin, aber ich war gerade gedanklich, weil es sich einfach so flüssig spielt. Ich bin gerade so richtig in meinen Gedanken abgedriftet, wie ich jetzt in der 9. Klasse weitermache. Na, ich habe jetzt die Option zwischen Sinus, Cosinus im rechtwinkligen Dreieck. Also nur als Seitenverhältnisse praktisch, nicht als Winkelfunktion oder sonst irgendwas. Nur dieses Ankathese durch Hypotenuse und so. Na, dass man das. Ankathese, genau. Ankathete durch Hypotenuse, nur dass man das sozusagen ausrechnen kann. Deswegen, das kommt jetzt schon in der 9. Klasse. Das haben sie vorgelegt. Oder ich habe auch die Gleichungssysteme noch nicht gemacht. Ja, das war super klug. Auch die könnte ich noch machen. Oder ich habe auch den Kreis noch nicht gemacht. Auch den könnte ich noch machen. Es ist noch echt viel zu tun. Und da war ich gerade so ein bisschen gedanklich im Überlegen, womit ich jetzt eigentlich weitermache. Und dabei bin ich dann ein bisschen abgedriftet gedanklich und habe einfach gar nicht mehr gesprochen, weil ich gedanklich, wie gesagt, in der 9. Klasse war. Weil wir kommen nicht voran. Es ist schlimm, wir kommen nicht voran. Es ist noch so viel zu tun und wir sind jetzt schon im 2. Halbjahr, also... Puh. Muss gucken, wie ich das durchkriege. Ich brauche halt auch 3 Millionen Übungsstunden mit denen. Das ist... Und es bringt nicht mal was. Da fehlen so viele Grundlagen, die... Ah. Naja. So. Gib nur mal ein Beispiel. Ich habe jetzt ja Schulaufgabe geschrieben zum Thema Funktionen. Und Geradengleichungen, ne? So, und da habe ich am Anfang, frage ich halt einfach Grundwissen ab. Also wirklich absolutes, ja moin. Wirklich absolutes Grundwissen. Und selbst da haben es, also in der Schulaufgabe, wo wir das vorher 3 Millionen Mal geübt haben, haben es manche immer noch nicht geschafft, die Gerade zu zeichnen mit der Geradengleichung. So, die bringen M und T durch, also je nachdem, wie ihr es nennt, vielleicht heißt es bei euch auch M und N oder so, oder B gibt es manchmal. Ich rede von diesem M mal X plus T, ne, eine Geradengleichung. Und manche können die Steigung noch nicht vernünftig abtragen, so, aber das sind Sachen, bis in der Schulaufgabe sollte man das als Grundlage können. Das ist was, das muss man halt lernen. Delta Y durch Delta X, also steht oben der Y-Wert, die Y-Veränderung und unten steht die X-Veränderung und dann muss ich das halt lernen. Und wenn ich es dann halt nicht kann... Aber das ist dann halt der Punkt. So, und das sind die Grundlagen, die denen dann fehlen. So, wie soll ich denn funktionale Abhängigkeit machen, wenn die einfachsten Sachen bei den Geraden noch nicht mal verstanden haben? Also es betrifft ja nie alle, aber es ist... Oh, das sind Sachen, die mich aufhalten. Das kannst halt auch, du kannst es halt irgendwann nicht nochmal das 50.000. Mal erklären. So, irgendwann ist es durch. Es muss jetzt klar sein, wie man zeichnet. So, das geht gar nicht an. Was muss ich hier tun? Also auf jeden Fall, das war falsch, aber was hätte ich tun müssen? Ich komme hier runter. Ah, ich schmeiß den hoch. Okay, ja, ich sehe es. Ich schmeiß den hoch. Und zwar so, dass der da weiterfährt. Dann schnappe ich mir den wieder. Ne? Und dann
kann ich den da drüben gegenschmeißen. Okay. Wuh! Ganz schön viel auf einmal. So. Ja, das hat nicht ganz funktioniert. Aber wir haben ja auch schon ein Level geschafft. Das hier ist im Prinzip nur Bonus jetzt. Wir gucken uns das Level ja nur an. Wäre halt schön, zum Midway-Point schon zu kommen, aber ich glaube fast, wir werden jetzt gleich mal dann aufhören. So. Nein. 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 Oh, ich krieg hier gleich Zustände wieder. Weil ich halt jetzt wieder diese Fehler... Nein, ich glaube, ich sollte aufhören, bevor ich mich aufrege. Nicht über das Level, sondern über mich. Und dann freue ich mich einfach auf das Level beim nächsten Mal. Wir spielen noch bis 40. Bis 40 machen wir noch. Und dann ist gut. Und dann ist gut. Ich denke, das ist eine ganz gute... Ganz gute Geschichte so gewesen dann. Die Stelle ist mit die bisher... Also da verliere ich am häufigsten. Jetzt. Ha. Nein, ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir endlich mal wieder weiter, aber... Aber ich bin mir ziemlich sicher, nach der Stelle mit der Shell und dem On-Off kommt der On-Off. Wisst ihr schon. Mann! Oder auch... Ich glaube, das hab ich das schon mal erzählt? Ich weiß es gar nicht. Oder auch, wann zwei Geraden senkrecht aufeinander stehen. Das steht in der Merkhilfe drin. Also, selbst wenn man es sich nicht merken kann, dann steht es da drin. Zwei Geraden sind aufeinander senkrecht, wenn die Steigungen miteinander multipliziert minus 1 ergeben. Zack, fertig. So, dann müssen halt die Steigungen miteinander multipliziert minus 1 ergeben. Dann rechne ich das halt aus. Wenn ich die eine Steigung habe und eine andere ist gesucht, sodass die aufeinander senkrecht sind, muss ich die halt so berechnen, dass die minus 1 ergibt. Dann teile ich halt. Also, ne, es ist wirklich traurig. Oder anders gesagt, man kann es ja sogar abkürzen, es ist der negative Kehrwert. Nein! Jetzt war ich wieder. Zu schnell auf nach rechts drücken. Es ist der negative Kehrwert der anderen Steigung. Wenn die Steigung ein halb ist, ist eine dazu senkrechte Gerade eine mit Steigung minus, plus 2. Minus 2. Minus 2 war richtig. Negativer Kehrwert, ne? Ein halb, negativer Kehrwert, minus 2.
Wenn die Steigung minus 1,5 ist, ist der negative Kehrwert plus 2. Und auch das in der Schulaufgabe habe ich Steigungen gegeben und gefragt, sind die aufeinander senkrecht, die Steigungen, die Geraden. Und auch da gibt es dann Leute, die sagen, also die beantworten das nicht, die wissen es nicht. Also, die können es nachgucken. Es steht in der Merkhilfe drin, M1 mal M2 ist gleich minus 1. Das steht drin. Wenn man es nicht weiß, dann... Aber wie soll man dann mit so einem Wissen weiterarbeiten? Das macht mich wahnsinnig. Das sind keine... Das kann mir keiner sagen, dass das schwierige Sachen sind. Ich kann das nachlesen. Ich muss es halt nur wissen. Ich muss es mal kapiert haben, dass das da steht. Und ich darf mich halt nicht komplett davor verschließen. Ich erwarte doch von keinem, dass er eine 1 schreibt. Eine 4 wäre so locker drin gewesen in dieser Schulaufgabe. Es sind Sachen, die regen mich auf. Nein! Jetzt war ich mal so weit. Jetzt habe ich es versaut. So. Zack, zack, hoch, über, hoch. Ich sag doch, der kommt da, der On-Off. Oh Mann. Dann machen wir es jetzt noch bis zum Midway. Jetzt habe ich ihn gesehen, jetzt will ich noch haben. Jetzt gebe ich keine Ruhe. Ich bin so dumm, ich hab's gegen... Oh, ich darf's doch nicht gegen die blauen, roten Blöcke schmeißen. Oh, ich bin so blöd. Aber ab jetzt, also jetzt ist es hier. Jetzt ist hier Feierabend. Das kriegen wir hin. Das mache ich jetzt noch, ist mir wurscht. Ich spiele jetzt dieses Level noch bis zum Midway. Ich weiß jetzt, dass er da hinten kommt, das will ich jetzt noch haben. Das ist mir jetzt egal. Außer ich fange jetzt am Anfang hier an, Mist zu bauen. Sagen wir mal, wenn ich bis 45 nicht einen guten Versuch noch drin hatte, dann lassen wir es. Guter Versuch ist, dass ich diese Stelle hier hinter mir habe. Ja, das war noch kein guter Versuch. Ja, ich muss bis zu den Sparkies. Heißen die so? Ich glaube ja. Nee, vielleicht lassen wir es lieber. Na, 45 bleibt meine Zeit, aber ich denke, wir haben ja den Midway gesehen. Ich komme da nächstes Mal relativ schnell dann hin. Denke ich mal, hoffe ich mal. Bin ich mir ziemlich sicher. Und dann passt das. Und dann passt das. Sehr gut. Okay. Das ist aber der gute Versuch, den ich meinte. Jetzt hatten wir den. Ja, dann bin ich doch wieder ein bisschen überzeugter, dass wir weitermachen. Sehr schön. Vorsichtig, der kommt runter. Okay, passt. So, jetzt hoch und rüber. Ich war zu langsam. Aber ich glaube, wir werden es noch sehen. Ich glaube, vor 50 werden wir noch den Midway Point hier sehen. Bin ich ziemlich überzeugt von gerade. Ja, gute Chancen. Yes! Vor 45 sogar. Danke fürs Zuschauen und tschüss.